Das Gas auf Zugang zur Luftschleuse zu bekommen. Okay. Wieso müssen wir dann immer alles machen? Die Frage ist. Das ist genauso bekloppter wie unten im, in dem Knast von Outlast, da im Gefängnis. Hat auch nicht mal eine Taste im Schrank. Ja, ja. Mir würde sich mal wundern, wenn da gleich nichts mehr übrig bleibt von seiner Blade da. Jetzt lang. Na, geh doch mal da drüber, du Lümmel. Mach die Kamera auf, Mann. Hier oben geht's auch noch rein. Wer hätte das gedacht? LOL. Aber glaube ich jetzt. Ja. Ach. Du bist doch scheiße, du Erdnuckel! Hup da! Hup da! Hup da! Nein, nicht an! Au! Wo soll ich denn da lang, bitte? Ich wollte eigentlich da oben wieder in diesen Lüftungsschacht rein. Ah. Nein, du musst da rein, Mann! Mach die Tür zu. So, da ist. Da. Und hopp, und hopp, und hopp. Jawohl. Uiuiuiui. Und jetzt? Ich weiß gar nicht, wo ich da hin muss. Ich habe auch keine Ahnung, wo der jetzt ist gerade. Was hab ich hier so eine scheiß Fliege? Moment, ja, ich halte es euch mal. Scheiß, wie ich immer eben schnell an den Fliegengitter hängen. Die Viecher sind grausam. Das mit dem Let's Play. Wo sind denn die ganzen Schalter hier? Aber jetzt, wo wir verstecken können.
Geh jetzt auch noch mal rein. Und komm. Nimm mal jetzt mal zu. Ja, komm, und hopp. Hopp. Boah, scheiße. Boah, das war knapp. Ah. Ja, schnell, schnell. Und jetzt? Uiuiui. Ui. Habe ich ja gar nicht gesehen jetzt hier, die schmalen Dings. Ich mache mir... Oh Mann. Was sind das alles für... linke Maus zu verstecken? Okay, alles klar. Ne, ich dachte, man könnte sich jetzt dann... Ich habe das Gefühl, als wenn wir mit der Verfolgungsjagd noch nicht zu Ende wären. Das mit dem Licht geil gemacht, mit der Optik. Echt geil gemacht. Immer diese Erschreckungsmomente. Was denken die Lümmel sich? Oh, da ist wieder was zu lesen. Na, ich lese. So, N. Okay. Unterschiedliche Auswirkungen. Lisa oder wer auch immer das hier findet, sei dir bewusst, dass Murkoff Monster erschafft. Ich habe die Patienten nie wieder gesehen, nachdem sie die sogenannte Therapie dieses Deutschen durchlaufen haben. Okay, das Deutschen, also komische Deutsch, also diese Textfassung. Der Antrieb. So viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Sie mögen noch Menschen sein, aber irgendetwas wurde aus ihnen herausgerissen. Und zu viele andere Dinge wurden hineingestoßen. Sie waren nicht alle Mörder. Sie waren krank, aber keine Killer. Murkoff machte sie zu Monstern. Dr. Rose sagte, der Antrieb habe unterschiedliche Auswirkungen. Die unterschiedlichen Resultate zu wechselhaft, als dass man irgendwelche Vorhersagen machen könnte. Ich dachte, es sei Kantinengeschnatter. Rose entschlossene Gerde. Ich hätte zuhören sollen. Josh, glaube ich auch, ey. Hatten wir das vorhin eingesammelt? Mount Massive Co. Fall Nummer 209. Patient Frank Antonio Manera. Erste Patientenbefragung, 1.11.2010. Alter der 36, schlecht männlich. Wandelnder Arzt Dr. Karl Husten. Jetzt aber. Okay. Therapiestatus: minimale Aktivität des morphogenesen Antriebs und nur bei extremem Level Stufe 5 und 6 der Hormontherapie. Traumphasen kehren immer wieder zu Bildern, zu Illusionen und Verrat zurück. Kleine Illusionsphasen. Diagnostik. Spirometrik ergab schwere bronchiale Akkumulation, übereinstimmend mit Tabak und Marihuana konsumierende Patienten. Außergewöhnlich niedrige REM-Aktivität. REM. Okay. Dodge Ram, Alter. Anmerkung. Nur Zeit dieses Gesprächs lag Franks Gewicht bei 155 LBS. Auf diese Steine können sie bauen. Sein Gewicht bei Aufnahme war 228. Es war lethargisch und nicht ansprechbar. Ich gehöre lethargisch. Keine Ahnung, was der Ausdruck bedeutet. Ich brauche nur Interesse für das 9. Skriptmuster der Hypnotherapie.
Wendicke. Auf das Trinken von Blut aus der Brust schlafender Männer. Er weigert sich weiterhin zu baden und lehnt ohne unter dem Einfluss von Anästhesistenmittel zu sein eine Behandlung durch einen Friseur mit den Worten ab: Wenn ich nicht mitmachen kann, dann kann ich auch nicht teilen. Eine Zwangsernährung für Mr. Manera wird empfohlen, sollte sich keine Nahrung finden, die ihm zusagt. Mercury Psychiatric System Projekt War Rider Mount Massive Co. Alles klar. Okay, ja. Da ist noch Salz, Knoblauch. Braucht einer noch ein bisschen was für seinen Kaffee? Heieiei. Hier geht's aber ab, du. Wow. Hau ab, das ist mein Platz. Okay. You gotta get me killed. Fuck off. Alter, erschreckt mich doch nicht so. Ich soll das Gas abstellen. Kann ich das denn von hier aus? Wow, das nenne ich mein Gaming-Zimmer. So viele Monitore möchte ich auch mal haben. Ein Steam-Speak 1 habe ich. Die meisten Leute melden sich heutzutage ja sowieso nicht. Da muss man ja nur noch hinterherlaufen. Security! Als wenn ihr eine Luftbar speichert. Ja, in diesem Sinne, Freunde, mache ich jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Ich gehe jetzt mal in den Schrank rein. So, ich würde sagen, wir sehen uns, ja, entweder cutte ich hier oder es geht hier mit einer neuen Folge weiter. Schauen wir mal. So wie gehabt, wie bei Outlast. Also, ich würde sagen, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Euer Vero, ciao mit V. Hallo Freunde des geilen YouTube-Sports, ein wunderschönen Willkommen back. Outlast. Whistleblower, jawohl. Coole Atmosphäre, direkt im Schrank, weiter geht's. Aber ich habe einen kleinen Müdigkeitsanfall. Ich werde mal eben schnell aus meinem Kühlschrank was holen hier. Erstmal was zum Wachwerden. Eine Sekunde bitte. Hätte ich das nicht vorher machen können? Nee, ich war mit Absicht. Ich wollte euch sagen, dass ich einen kleinen, geilen Kühlschrank habe. Ich bin so einer. Ich brauche halt auch ein bisschen Aufmerksamkeit, ne? Soll ich aus dem Plastik saufen hier? Desinfizieren mal mit meinen Wichsfingern hier. So, wie in dem Schrank haben wir jetzt keine großartige Atmosphäre. So, Prost auf euch. Ah, okay. Da fühlt man sich gleich schon viel wacher. Ich würde mal sagen, weil da bestellt man die Mausempfindlichkeit auf eine Oktave bei der Maus rum. Ja, das ist schon besser. Nein! Nein! Ich hasse den Typen! Geht das auch schneller? Nee, das geht ganz normal schnell. Okay, warum war die halb offen? Ja, beim letzten Mal auch zugemacht. Oh, machen wir nicht lang. V.
weiß gar nicht, wo ich hin soll. Überall ist hier offen. Als Maul! Schnell rein! Oh! Scheiße! Genau, mega! Alter, mega genau! Boah, ich bin froh, wenn ich Outlast 1 durch habe. Und das DLC. Gut, dass ich mich für den Schrank entschieden habe. Boah! Fick dich? What? Wo geht er jetzt lang? Nach links. Es ist ja da die Frage. Geiert er jetzt in den großen Raum da ab oder? Weil da könnte ich mich gleich einmal rechts abbiegen. Ich weiß noch nicht, wo ich da hinkomme. Der moppelt da jetzt noch ab, ey. Mann, hau doch ab, ey. Da ist er schon wieder, ich hab ihn gesehen. Boah. Diese Orchester-Sounds. Oh. Ah, wo soll ich denn jetzt lang? Kapier's nicht. Bleib unter dem Bett. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Was heißt denn auf Englisch füttere mich? Ich hab nämlich als anderes verstanden. Ich glaube, da hinten ging es nicht weiter. Jetzt geht er wieder zurück. Oder? Bin ich falsch gelaufen? Gibt's doch nicht! Ja? Na, nein, das stimmt nicht! Ui, ja, 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 ja. Da! Finger weg von der Tastatur, Viro. Eieiei. Boah, was mache ich denn jetzt? Ich kann ja nicht noch... Das Gefühl, er kommt jetzt gerade mal wieder. Ich warte noch mal eben. Dann muss ich jetzt nutzen, wenn er jetzt abhaut. Oh Mann, das ist ja. Wie so ein Psycho? Ist das echt nicht lustig?